Mein Name ist Soraya Schröder, bin 25 Jahre alt und bin Wohngruppenleitung, arbeite seit 2005 hier im Haus. Es geht morgens dann los mit Tropfenstellen, die Nachtwache macht dann Übergabe, was in der Nacht geschehen ist. Frau Felten meldet sich jetzt, damit sie nicht alleine aufsteht, das klappt ganz gut. Und dann geht es ab 6:30 los mit der Pflege. Guten Morgen! Sie werden individuell gepflegt, also nach den Ressourcen. Was sie können, sollen sie auch weitermachen. Zum Beispiel, einer kann sich die Zähne selber putzen. Er wird dann auch angeleitet, sich das Gesicht zu waschen. Also es soll nicht so sein, dass sie einfach nur da sitzen und die Pflege wird über sie, also sie werden damit sozusagen übergangen, sondern sie einfach mit aktiv sollen sie an der Pflege teilnehmen. Gut. Gut. Ich mache noch ein bisschen auf der Stirn, wenn ich darf. So. Wollen ja nicht glänzen, ne? Viele sagen auch, wie zufrieden sie sind. Dann sagen auch manche, ich bin gerne hier hingekommen, weil zu Hause war ich alleine oder meine Kinder haben schon selber Kinder. Da war ich nur eine Last zusätzlich und hier kann ich schön mein Leben vollbringen. Und viele melden zurück, dass sie einfach so zufrieden sind, jetzt ihren Lebensabschnitt zu verbringen. Mein Name ist Sabine Schwab, ich bin Heim- und Pflegedienstleitung hier in der Einrichtung seit 2005. Wir haben sehr viele Angebote auch für die Bewohner, die durch den sozialbegleitenden Dienst abgedeckt werden, beginnend mit einer Sturzprophylaxe zum Gehtraining. Es gibt eine Seniorengymnastik, es gibt einen Singkreis. Ich gehe abends nach Hause, auch wenn es ein stressiger Tag war, aber ich habe dieses Gefühl, auch wenn es nur mal ein gutes Wort war, was ich dem Bewohner geben konnte, dann nicht nur dieses Waschen und Anziehen, sondern sich einfach mal 2 Minuten zum Bewohner auch hinzusetzen. Man gibt, aber man bekommt auch viel von den Bewohnern zurück.